Hallo, meine Liebe. Ja, ich bin gerade angekommen. Die gleiche Speed, 648. Zu Hause alles in Ordnung? Gut. Ah, ich wünschte mir auch, du wärst hier, aber die Sitzung dauert die ganze Nacht und du würdest nicht viel von mir haben. Du weißt, der Bürgermeister zählt auf mich. Ja. Ja, mach ich, Schatz. Ja, du, ich muss schnell machen, ja? Bis morgen Nachmittag. Oh, du, ich leg auf, da ist jemand an der Tür. Ja, bitte? Der Hotelmanager. Ich komme. Ich will hoffen, Sie sind mit allem zufrieden, Herr Senator Wies. Alles bestens. Diese Suite ist erst kürzlich renoviert worden. Ah, waren die 20 Jahre schon um. Aber Herr Senator. Bitte. Der braucht auch dringend eine Frischzellenkur, oder? Wann wollen Sie geweckt werden, Herr Senator? Nicht zu früh, nach der Sitzung. Sagen wir um 9. Darf ich den Lift für Sie rufen, Herr Senator? Nein, danke. Ich gehe lieber zu Fuß. Besser für die Figur. Klar. Die Luft ist rein, Frau Würdemann. Sind Sie sicher? Dass der Manager nicht wieder reinplatzt? Ganz sicher. Wieso hast du dein Negligé noch nicht an? Ha? Soll ich dir beim Ausziehen zur Hand gehen? Nein, danke. Oh. Sicher nicht? Was? Oh. 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 Richard Wenzchen, verbinden Sie mich bitte mit meinem Sekretär Schorsch Söge. Schorsch, ich bin's, Wenz. Spielt keine Rolle, wo ich bin. Was macht die Debatte? Oh, also gut. Hör zu, ich will nicht gestört werden, solange es sich nicht um eine Flutkatastrophe handelt. Na schön, sagen wir so, wenn der Bürgermeister fragt, wo ist Richard Wilms, dieser Idiot, dann rufst du mich an. Nein, ruf um Gottes Willen nicht zu Hause an. Die Nummer hier ist 8395097. Die Zimmernummer ist 648. Nein, das ist kein Hotel. Das ist das Maori-Haus im Völkerkundemuseum. Keine Widerworte, Schorsch. Du bist mein Sekretär. Tu, was ich dir sage. Ich denke, von der Musik bekommen wir Schluck auf. Oh, die haben sogar eine Karaoke-Anlage. I wanna be loved by you. Oh, nicht singen, bitte nicht singen. Bupupidu. Oh, du siehst fantastisch aus. Danke, Herr Senator. Absolut fantastisch. Wissen Sie, das ist nicht richtig, Herr Senator. Du hast recht. Würdest dir was ausmachen, wenn ich es mir auch ein klein bisschen bequemer mache? Sie sind Senator und ich bin Sekretärin bei der Opposition. Alles in Ordnung. Der Bürgermeister ist mein Chef und Nils Knieling, deiner. Ach, mein Chef Knieling würde an die Decke gehen, wenn er das wüsste. Der Bürgermeister würde explodieren. Also, ich habe Champagner bestellt. Wunderbar. Und Kaviar. Wow. Und ein Dutzend Austern. Austern? Haben die nicht eine ganz bestimmte Wirkung? Das will ich hoffen, die waren teuer genug. Wann musst du wieder zu Hause sein? Wo wohnst du nochmal? Hummelsbüttel? Ich kann die ganze Nacht hier bleiben. Die ganze Nacht? Und was hast du deinem Mann erzählt? Dass ich Tante Rosi in Büsum besucht. Tante Rosi in Büsum? Sie hatte ernsthafte Bronchitis. Oh, arme Tante Rosi. Ja, und Tante Rosi hat kein Telefon, also. Also kann dein Mann dich nicht anrufen und stören. Und was haben Sie Ihrer Frau erzählt? Was sie immer sagt. Bitte was? Was ich immer sage, wenn ich eine Nachtsitzung im Rathaus habe, dass ich hier übernachte. Oh, da muss sie doch eine andere Musik finden lassen. Hast du eine wunderbare laue Nacht? Soll ich die Vorhänge aufmachen? Ja, warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, ist das eine wunderbare Aussicht. Die Zimmer gehen zur Elbe raus. Wunderbar die Aussicht, nicht?
Der Michel auf der einen Seite, die Landungsbrücken auf der anderen. Herr Wilms! Ach, sag doch einfach nicht ab. Ich glaube, mir wird schlecht. Höhenangst, was? Oh mein Gott! Naja, 6 Etagen sind noch ziemlich viel. Herr Wilms! Guck nicht nach unten. Guck einfach nur den Michel an. Oh, großer Gott! Das Fenster muss ich erschlagen haben. Oh, Herr Wilms! Ich kann keinen Puls fühlen. Ist er tot? Das heißt kein Puls normalerweise. Oh, nee! Er sieht furchtbar aus. Natürlich sieht er furchtbar aus. Schließlich ist er tot. Armer Kerl. Armer Kerl? So ausschließlich nicht ein Einbrecher. Ja? Ja, er muss irgendwie auf unseren Balkon gekommen sein. Der Balkon geht scheinbar ums ganze Haus rum. Dann hat er das Fenster aufgebrochen und peng. Das Fenster ist kaputt, oder? Er hat keine Chance mehr, sich darüber zu beschweren. Wir sollten lieber die Polizei rufen. Die Polizei? Wegen ihm? Wir können die Polizei nicht rufen. Aber wir sollten das, Herr Wilms. Wie sollen wir erklären, was wir beide in dieser Suite zu suchen haben? Ich bin mitten in einer Debatte im Rathaus. Aber er ist tot, Herr Wilms. Daran kann die Polizei auch nichts mehr ändern. Oh, großer Gott. Ich kann schon die Überschriften sehen. Senator bei Sexorgie mit Sekretärin und Leiche erwischt. Wir sollten doch jemandem Bescheid sagen, Herr Wilms. Du hast recht. Ich sag Schorsch Bescheid. Herr Söge? Ja. Was soll Ihr Sekretär denn machen? Alles, was ich ihm sag. Wem's hier? Geben Sie mir noch mal meinen Sekretär. Schorsch, komm sofort hierher. Ach, vergiss die Debatte. Komm einfach bloß her. Nein, nicht ins Völkerkundemuseum, Herr Gottmann. Ins Hotel Englischer Hof. Ja, bitte. Room Service. Ich habe zu tun. Sie haben Champagner, Kaviar und Austern bestellt. Ich weiß. Room Service. Verschwinden Sie. Room Service. Oh Himmel, da scheint noch das ganze Hotel zusammen. Schnell ins Schlafzimmer. Ja, bei wem ist mein Kleid? Ja, 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 ja. Hier. Room Service. Aha, ich komme. Oh. Wenn das hier heiß gewesen wäre, dann wäre das jetzt kalt. Lassen Sie es einfach da. Sie müssen noch unterschreiben. Oh ja, gut. Oh, kleinen Augenblick, ja? Ja, bitte. Wer ist am Apparat? Oh, und was kann ich für den Manager von diesem schönen Hotel tun? Ob ich was gesehen habe? Ein Einbrecher auf unserem... Nein, ich habe nichts Ungewöhnliches gesehen. Das muss ein anderer Balkon gewesen sein. Ja, unser Vorhang ist offen und da ist absolut niemand zu sehen. Ja, ja. Ich bin schon auf dem Weg ins Rathaus. Nein, nein. Kein Grund, selbst nach oben zu kommen. Nein, bitte. Gehen Sie. Nein, nicht Sie. Hallo? Hallo? Also. Ah, ah! Ich unterschreibe es jetzt. Hier. Bitte. Danke. Vielen Dank. Ich tanz Lambada, was haben Sie gedacht, was ich machen würde, Mann? Jetzt wissen wir wenigstens, wie es passiert ist. Sie dürfen nichts verändern, Herr Wilms. Das wird unserem Freund hier sicher nichts ausmachen. Wann er gefunden wird und wo er gefunden wird und von wem er gefunden wird. Wir klären das, sobald Schorsch hier ist. Da
Das ist nicht recht, Herr Vince. Das soll ja auch nicht recht sein, das soll bloß Sinn machen. So. Jetzt fahren Sie so schnell es geht nach Haus. Wieso haben Sie Ihr Kleid nicht an? Sie haben es noch im Zimmer. Nee, ich habe Ihr Kleid ins Schlafzimmer geworfen. Das waren meine Schuhe. Ich habe Ihr Kleid... Der Kellner. Der Kellner? Ja, bitte? Der Hotelmanager. Schnell, ins Schlafzimmer. Aber Herr Vince, mein Kleid. Ja, ich... Ich komme. Oh, großer Gott! Herr Vince! Ja, ich komme. Herr Vince? Ja. Tut mir leid, dass das ein bisschen... Das ist eine ziemlich ernsthafte... Gehen wir, ich muss ins Rathaus. Oh, ich dussel. Das ist eine ziemlich ernsthafte Sache, Herr Vince. Ja, tut mir leid, dass ich nicht helfen kann. Ein Hotelgast hat gesagt, er hat einen Mann auf den Knien auf diesem Balkon gesehen, der ins Zimmer reingeguckt hat. Er muss sich versehen haben. Unmöglich, Suite 648. Die Dame sagt, sie hat den Mann 10 Minuten im Auge gehabt. Er hat sich kein bisschen gerührt. Großer Gott, naja, Sie sehen ja, da ist niemand. Für mich hört sich das nach einem Einbrecher oder einem Spanner an. Ich gehe mal eben in Ihr Schlafzimmer. Ins Schlafzimmer? Der Balkon geht da lang. Du musst unser Mann Monteur mal nachgucken. Entschuldigen Sie mich. Oh ja, Entschuldigung, ja. Darf ich? Ja, bitte. Oh, danke. Das ist wirklich eine gute Idee von dem Hotelmanager, das Schlafzimmerfenster zu kontrollieren. Danke. Und dass der Manager den Schlafzimmerbalkon kontrollieren wird. Danke. Aber bitte nach dem Manager. Danke. Oh, ich guck nur mal eben nach, wer da an der Tür ist, ja? Ja, bitte? Ich bin's, Herr Vince, die auf Züge. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Psst, Josh, hör mir ganz genau zu. Ich erkläre es dir nur einmal. Also, ich hatte einen sehr ruhigen Abend. Ich habe hier heute Abend eine ziemlich leidige Sache gefunden. Die Leiche hängt jetzt im Kleiderschrank. Sobald ich im Rathaus bin und die Sekretärin von Nils Knieling gut aufgehoben in Hummelsbüttel ist, werden wir dafür sorgen, dass du sie an einer anderen Stelle findest. Glauben Sie, ich könnte rausgehen und wir fangen noch mal von vorne an. George, denk daran, wenn der Manager aus dem Schlafzimmer kommt, nichts von all dem, was ich dir hier erzählt habe, ist passiert. Da war kein Einbrecher auf dem Balkon, ich hatte einen netten, ruhigen Abend und da hängt auch keine Leiche im Kleiderschrank. Da hängt keine. Oh, Gott sei Dank. Nichts ist passiert. Hast du das begriffen? Ach, Herrgott, noch mal, George. Jetzt sag einfach ja. Versuch nicht mitzudenken. Mach ein intelligentes Gesicht und nicke mit dem Kopf. Auf diesem Balkon ist auch nichts Ungewöhnliches. Nicht sowas aber auch. Ja, das hier ist mein Sekretär, Herr Söge. Ja. Ich habe noch so viel Kleinkram zu erledigen, dass ich ihn gebeten habe, heute Nacht hier zu bleiben, nicht, George? Ja. Und jetzt frage ich mich, ob Sie ihn wohl noch unterbringen können. Wäre schön, wenn eine der Suiten nebenan frei wäre, egal auf welcher Seite. Mit Balkon. Wir müssen immer dicht beisammen sein, nicht, George? Ich will sehen, was ich tun kann. Gut gemacht, George. Was geht hier vor? Du kannst es dir für eine Nacht in einem Vier-Sterne-Hotel gut gehen lassen. For nothing. Aber meine Mutter wartet zu Hause auf mich. Dann ruf deine Mutter an. Sie ist sicher schon im Bett. Außerdem ist Schwester Gesche bei ihr. Schwester Gesche? Sie kümmert sich um Mutter, wenn ich arbeite. Sie geht um 9:30. Ruf Schwester Gesche an und sag ihr, sie soll ein paar Überstunden machen. Die Zukunft des Senats steht auf dem Spiel. Ach, wieso? Kommen Sie raus, Frau Würdemann. Frau Würdemann. Herr Vince, haben Sie nur mein Kleid? Ich... Oh, Herr Söge. Frau Würdemann! Siehst du jetzt das Problem? Guten Abend, Herr Söge. Guten Abend, Frau... Herr Vince! Wie konnten Sie nur... Bis jetzt konnte ich überhaupt noch nicht. Zuallererst müssen wir das Kleid von Frau Würdemann zurückkriegen. Ja, wo um Himmels Willen ist das denn? Ich habe das dem Kellner gegeben. Ach so, natürlich, was für eine dösige Frage. Haben Sie von der Leiche?
Leiche erzählt? Ja. Heißt das, es gibt doch eine Leiche? Sie haben gesagt, es gibt keine Leiche. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe bloß gesagt, für den Hotelmanager gibt es keine Leiche. Das begreife ich nicht. Der Manager weiß nur, dass es einen Einbrecher gibt. Ein Einbrecher? Was der Manager nicht weiß, der Einbrecher ist eine Leiche. Der Einbrecher ist eine Leiche? Er hing im Fenster. Der Manager? Der Einbrecher. Die Leiche? Mit Genickbruch. Ach so. Genickbruch? Das reicht, Frau Göttemann. Würden Sie bitte im Schlafzimmer warten, während ich nach Ihrem Kleid suche? Tut mir so leid, Herr Söge, dass in all das hineingezogen wurde. Ist schon in Ordnung. Ich will in nichts reingezogen werden. George, ich brauche dringend deine Hilfe. Ein Moment. Als ich kam, haben Sie gesagt, die Leiche wäre im Kleiderschrank? Ist sie. Hallo? Sind Sie der Kellner des Suite 648 versorgt? Gut. Hören Sie, Sie sind eben mit einem Kleid weggegangen. Ich will das zurück. Ich will meine Sachen, Sie Tüffel, und beeilen Sie sich. Herr Wilms, könnte ich wohl noch mal auf das Thema Kleiderschrank zurückkommen? Ah, ich hab doch gewusst, du würdest mich nicht in den Stich lassen, George. Wir bringen die Leiche in deine Suite. Wir drapieren sie auf deiner Fensterbank und sobald ich sicher im Rathaus bin und Frau Würdemann gut aufgehoben in Hummelsbüttel ist, machst du den Vorhang auf, bemerkst den armen Teufel und sagst sofort dem Manager Bescheid. Ja, natürlich. Die Leiche in meiner Suite. Auf meiner Fensterbank Sie und Frau Würdemann und der arme George Söge. Ach, George, wenn du es nicht für mich tun willst, dann tu es für Frau Würdemann. Ihre Karriere war ruiniert. Ich habe Sie 100-mal vor den Folgen Ihrer Gelüste gewarnt. Dann tu es für unseren Bürgermeister. Für den Senat. Er ist im Kleiderschrank, oder? Hängt am Haken. Du wirst einen Schock kriegen, George. Ich habe eine Suite für Herrn Söge gefunden. Oh, wo ist er denn? Er ist auf dem Klo. Ich habe für Herrn Söge Suite 650 zurechtmachen lassen. Herr Wims, haben Sie mir mal Kleid? Das ist Frau Söge. Frau Söge? Ja, habe ich Ihnen das nicht gesagt? Nein. Ja, seine Frau bleibt heute Nacht bei ihm, nicht wahr, Frau Söge? Tu ich das? Ja, der Manager hat das gerade klargemacht. Suite 650 direkt gegenüber, sehr nett von Ihnen. Ich dachte, Herr Söge würde Ihnen bei der Arbeit zur Hand gehen. Richtig, aber wer würde Ihnen ein bisschen Vergnügen bei der Arbeit nicht gönnen? Nicht so eine Frau, eine Suite in einem Vier-Sterne-Hotel, bezahlt vom Senat. George hat sie angerufen und sie war ratzfatz hier, hat alles stehen und liegen lassen. Das sehe ich. Sie fragen sich wahrscheinlich, warum Frau Söge so wenig, sie war gerade unter der Dusche. Ja, und ihr Mann ist auf dem Klo. Alles nett und intim. Gemütlich, ich meine gemütlich, ja. Denke, das war's dann. Ich glaube auch. Ja, das war's. Und nochmals vielen Dank. Keine Ursache. Ich lasse den Schlüssel für Suite 650 nach oben bringen. Sie können gleich einziehen, Frau Söge. Wunderbar. Sobald Sie Ihre Körperpflege in dieser Suite beendet haben. Und wenn Sie und Ihr Gatte dann so freundlich wären, sich an der Rezeption anzumelden. Kein Problem. Ich dachte, Sie sind auf dem Weg ins Rathaus, Herr Senator. Bin ich? Ich warte nur noch eben, dass das Klo frei wird. Herr Wims, was haben Sie getan? Ich wollte wirklich nur das Beste. George. Oh Gott, war das schrecklich. Ja, bitte. Ich komme. Großartig, Ihre Sachen. Was zum Teufel ist das? Sie wollten Sahnetrüffel. Ich wollte meine Sachen, Sie Tüffel. Keine Sahnetrüffel. Ein Kleid. Er will ein Kleid.
Will er das? Ein buntes Kleid mit Blumen. Ja, das hört sich nett an. Sie haben das vorhin mitgenommen. Ach, das Kleid? Ja. Ich habe mich schon gewundert, wo ich das her habe. Würden Sie das bitte holen? Und beeilen Sie sich. Kein Problem. Ach, der Manager hat gesagt, einer von Ihnen würde in Suite 650 einziehen. Stimmt. Herr und Frau Söge. Mein Liebster. Ihr Schlüssel? Oh, danke. Bitte, Schorsch. Reisen Sie mit Gepäck, Herr Söge? Nicht, dass ich wüsste. Nein, 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 keine Koffer, keine Taschen, gar nichts. Sie sind in den Flitterwochen. Oh mein Gott. Frisch verheiratet, heute Morgen, Hummelsbüttel. Die Hotelsuite ist mein Hochzeitsgeschenk. Oh, sind Sie sicher, dass Sie das Kleid brauchen? Ja, bitte, 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 ja. Ja, und bitte schnell. Vielen Dank. Och, Sie haben das Essen ja noch gar nicht angerührt. Wir wollen nichts davon, danke. Ja, aber Sie haben es doch bezahlt. Nehmen Sie es einfach wieder mit. Also gut, dann versuche ich es bei dem anderen Gast loszuwerden. Herr Wilms, alles das hier passt mir nicht in den Kram. Frau Wildemann, warten Sie bitte im Schlafzimmer. Sobald Ihr Kleid da ist, gehen Sie. Es tut mir alles so leid, Herr Söke. Er weiß, was er tut. So, Schorsch, und jetzt ab nach Suite 650. Moment, ich muss Schwester Gesche Bescheid sagen. Schwester Gesche? Ihr sagt, dass ich heute später nach Hause komme. Wir müssen uns beeilen. Die Welt dreht sich nicht bloß um Sie, Herr Wilms. Lass dich bei deiner Predigt nicht stören, aber mach schnell. Hallo, Schwester Gesche. Guten Abend, ich bin Söge. Ja, danke, mir geht's gut. Ja, alles Beste. Schwester Gesche braucht keinen medizinischen Bericht, Schorsch. Oh je, oh je, oh je, oh je. Mutter war heute ein klein bisschen kribbelig. Ja. Wir sind heute alle ein klein bisschen kribbelig. Sag ihr, dass du später kommst. Ich komme heute Abend vielleicht ein klein bisschen später. Da ist ein klitzekleines Problem aufgetaucht. Ja, das ist wirklich, wirklich bannig nett von Ihnen, Schwester Gesche. Aber nein, wenn Mutter mich anrufen will, kann sie mich unter 8395097 erreichen. Schorsch! Mutter will immer wissen, wo sie mich im Notfall erreichen kann. Zimmer 648 oder 650. Schorsch! Das sind Studierzimmer im Völkerkundemuseum. Danke, Schwester Gesche. So, Schorsch. Und jetzt ab nach Suite 650. Und dann kommst du über den Balkon wieder hierher. Wissen Sie, ich hab Höhenangst. Gut. Das lenkt dich von der Leiche ab, die du tragen wirst. Herr Wilms! Ah! Machen Sie sowas nie wieder, Frau Wildemann. Mir ist gerade eingefallen, dass ich nirgends hin kann. Was soll das heißen? Sobald Sie angezogen sind, gehen Sie nach Haus? Das geht nicht, mein Mann denkt doch, ich bin bei Tante Rosi in Büsum. Fahren Sie zu Tante Rosi in Büsum. Die kriegt einen Anfall, wenn ich mitten in der Nacht bei ihr aufkreuze. Dann schlafen Sie eben bei Schorsch in Suite 650. Das habe ich gehört, Herr Wilms. Komm schon, Schorsch, hilf mir. Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Ich kann Herrn Söge und seine Frau nicht in ihrer Suite. Was machen Sie da draußen, Herr Söge? Ich komme rein. Ich war eben in Suite 650 und habe Sie und Ihre Gattin gesucht. Als ich gedacht habe, und dann bin ich wegen der großartigen Aussicht hierher gekommen. Kommst du dann, mein Liebchen? Ich bringe dich zurück. Entschuldigen Sie mich. Ja. Bye, bye. Ja, und würden Sie sich bitte schnell an der Rezeption anmelden? Natürlich. Verrückte Flitterwöchler. Sie kommen zu spät zu Ihrer Debatte, Herr Senator. Ich weiß, ich wollte nur noch eben aufs Klo. Nach Ihnen. Wollen Sie mir doch was sagen, Herr Wilms? Nein, nur... Oh, ich hab's gesagt, sogar zweimal. Oh, oh, ja, das war's. La, 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 donna mobile. Ja. Schorsch. Gott, noch mal, wo steckt der denn? Ich seh... Schorsch! Schorsch! Room Service? Ja, hallo? Ja, hier ist Nummer 648. Nein, nicht das Völkerkundemuseum.
Ja, ja, die Telefonnummer stimmt, aber hier ist das Hotel Englischer Hof. Georg Söge, ja, ich kenne Herrn Söge. Eine Nachricht von wo? Von wem? Schwester Gesche. Seine Mutter macht sich große Sorgen wegen der kommenden Nacht und will mit ihm sprechen. Nun, sagen Sie seiner Mutter, es gibt absolut keinen Grund für große Sorgen. Seine Flitterwochen schlagen sich ein wie eine Bombe. Payam, payam, padam. Komm schon, Frau Würdemann, Sie behalten die Tür im Auge, während George und ich das Korpusdelikt in der Speed 650 schleppen. Ich hoffe, dass meine Mutter sich keine Sorgen um mich macht. Du vergiss deine Mutter mal für 5 Minuten und hilf mir. So, und du häng da nicht so rum. So, hepp! Herr Wilms! Was? Herr Wilms! Herr Wilms! Oh. Just about the mind. Woo! Ha! You see, I'm born, born to be alive. You see, I'm born. Woo! It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive. To be alive. It's good to be alive. Woo! Time was almost out when I was running down the street. It was so bang, bang, bang. A suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind. My head. You see, we're born to be alive. You see, we're born. Woo! You see, we're born to be alive. Born to be alive. You see, we're born. Ein bisschen üben und wir sind bereit für einen Auftritt beim Senatsempfang. Sehr vernünftig von euch, George. Erholt euch mal ein bisschen, du und dein Bruder. Oh mein Gott! Freddy sieht ziemlich fertig aus. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Freddy ist nicht so fit wie du. Freddy war sein Trauzeuge. Er hat heute Morgen ein bisschen viel getankt. Und reiß dich mal zusammen, Freddy. Siehst du, okay? Also, was gibt's? Ich habe Ihr Kleid. Oh, wunderbar. Wir werden Sie rufen, wenn wir noch was brauchen. Bitte. Oh, vielen Dank. Ja. Ach, was ich noch fragen wollte, wie heißen Sie? Rühmann. Rühmann? Ach, und mit Vorname? Heinz? Harald. Kaufen Sie sich was Schönes, Harald. Oh, vielen Dank. Eröffnen Sie davon irgendwo eine kleine Pension. Oh mein Gott! Hier, ziehen Sie das an. Und dann meldet ihr euch als Herr und Frau Söge an, bevor dem Hotelmanager hier die Nerven durchgehen. Hier, George, setz ihm die Sonnenbrille auf, dann sieht er besser aus. Oh mein Gott! Ja, bitte? Schwester Gesche! Schwester Gesche! Psst. Nein, Sie können nicht mit Herrn Söge sprechen. Ist irgendwas passiert? Psst. Herr Söge hat im Augenblick alle Hände voll zu tun. Ja, ich bin der Direktor vom Völkerkundemuseum. Wieso ich als Direktor vom Völkerkundemuseum im Englischen Hof übernachte? Oh. Oh, ich verstehe. Was sagt sie? Ich werde Herrn Söge ausrichten, dass er Sie zurückrufen soll. Was ist los? Deine Mutter ist schrecklich aufgeregt, dass du heute später nach Hause kommst. Ist das alles? Nee, sie ist noch mehr in Fahrt, dass du heute geheiratet hast, ohne ihr was zu sagen. Geheiratet? Um Himmels Willen, wie konnte sie das herausfinden? Meine arme Mutter. Dann quäl dich nicht um deine Mutter. Lass uns mit ihm und Frau Würdemann fertig werden. Schnell an die Rezeption, nicht? Ja. Oh.
hier sind Sie. Frau Söge wollte sich gerade an der Rezeption melden. Tut mir leid, dass das ein bisschen gedauert hat. Danke. Also, Herr Söge, wer um alles in der Welt ist das? Das ist Freddy, der Bruder von Herrn Söge. Bruder? Ja, Freddy bleibt nicht lange. Ist irgendwas mit Ihrem Bruder, Herr Söge? Geht ihm gut. Oder, Freddy? Alles in Ordnung. Er hat heute Morgen ein bisschen viel getankt. Na, ich glaube, wir werden auch für ihn noch ein Zimmer finden. Ne? Nein, nein, Freddy muss nach Hause. Er hat noch einen weiten Weg vor sich. Er sieht nicht besonders gut aus. Och, er ist öfters mal so ein bisschen blass um die Nase, ne? Nicht wahr, Freddy, du? Ne? Sind Sie sicher, dass Sie sich die Fahrt zutrauen, Herr Söge? Er ist ein bisschen schwerhörig. Sind Sie sicher, dass Sie sich die Fahrt zutrauen, Herr Söge? Kein Problem, ein Zimmer für ihn zu finden. Mhm. Sind Sie soweit in Ordnung, dass Sie nach Hause kommen? Mhm. Wir müssen hoffen, dass er sich nicht selbst ans Steuer setzt. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht selbst fährt. Todsicher. Guten Abend, Herr Söge. Du warst großartig, Schorsch. Mir ist schlecht. Komm, bringen wir ihn rüber. Ich bringe ihn nicht rüber. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich werde Ihnen sagen, wieso nicht, Herr Senator. Der Hotelmanager hat gerade 5 Minuten mit ihm gesprochen. Jetzt glaubt er, der da ist mein Bruder Freddy. Darum nicht. Du hast recht, Schorsch. Wieso? Wieso mache ich das hier alles mit? Schorsch, wir müssen jetzt einen klaren Kopf fahren. Vergessen Sie das wir. Gut, also. Der Manager hat deinen Bruder Freddy hier gesehen, in Mantel, Schal, Anzug, blauen Schuhen und, nicht zu vergessen, meiner Sonnenbrille. Ja, das stimmt. Wenn er jetzt nicht Mantel, Schal, Anzug, blaue Schuhe und, nicht zu vergessen, meine Sonnenbrille trägt, sondern etwas völlig anderes. Ich glaube nicht, dass man ihn dann als deinen Bruder wiedererkennt. Wir können mit einer Leiche doch keinen Striptease machen, Herr Wilms. Sei doch nicht so zimperlich, George. Packen wir ihn für einen Moment zurück in den Kleiderschrank. Was machen Sie? Ich rufe Heinz Rühmann an. Wen? Oder Harald oder wie auch immer der heißt. Hallo? Ist da mein alter Freund Harald? Ja, Wilms hier. Richtig, der spendable Herr von 648. Sagen Sie, gibt es hier im Hotel frische Wäsche? Jacke, Hose, Schuhe, sowas? Wunderbar. Bringen Sie die Sachen sofort in Suite 648. Nein, das ist für eine Altkleidersammlung. Ja, bitte? Ich bin's, Inga, lassen Sie mich rein! Wieso sind Sie nicht weg? Weil ich Ronny an der Rezeption gesehen habe. Ronny? Wer ist Ronny? Mein Mann. Ihr Mann? Aber Ronny ist in Hummelsbüttel. Ronny ist an der Rezeption. Kann nicht hier sein. Er ist es. Gott sei Dank hat er mich nicht gesehen. Aber was hat er hier im englischen Hof zu suchen? Das weiß ich nicht. Ich hab gewusst, dass das so kommen würde. Sei still, George. Und steh auf. Wie sieht das denn aus? Du und dein Bruder wie beim Beten. Ich glaube, mehr bleibt uns auch nicht übrig. Ha! Ja, bitte. Und nicht schon wieder, Schwester Gesche. Ich spreche mit ihr. Du kümmerst dich um ihn da. Schwester Gesche, Sie müssen wirklich damit aufhören, Herrn Söge zu belästigen. Seine Mutter hat öfter mal so einen hysterischen Anfall. Was ist passiert? Nichts. Was? Das geht Sie und Frau Söge nichts an, wen Schorsch heute geheiratet hat. Oh mein Gott. Herr Söge kommt nach Haus, sobald er hier seine ehelichen Pflichten getan hat. Meine Mutter kriegt einen Herzinfarkt. Das hält Schwester Gesche dann ja vielleicht mal für 5 Minuten davon ab zu telefonieren. So, jetzt jammer hier nicht rum, hängen wir ihn wieder in den Kleiderschrank. Ja, dann komm, dann Freddy. Was machen wir wegen Ronny, Herr Wims? Bloß nicht den Kopf verlieren. Es gibt sicher einen ganz einfachen Grund, warum er plötzlich hier ist. Ja, bitte? Machen Sie die Tür auf! Das ist Ronny! Oh mein Gott! Sind Sie vom Room Service? Wenn Sie die Tür nicht sofort aufmachen, dann trete ich die kaputt! Bring Frau Würdemann rüber nach 650. Das ist der beste Einfall, den Sie heute Abend gehabt haben. Er ist gruselig in Fahrt. Ist er das? Herr Wilms wird schon damit fertig. Nicht wahr, Herr Wilms? Kommen Sie. Komme! Oh, ich
habe gedacht, Sie sind der Kellner. Ich bin Ronny Würdemann. Freut mich, Sie kennenzulernen, Ronny. Ich bin Richard Wilms. Ich kenne Sie verdammt gut. Oh, Sie sind aus meinem Wahlkreis. Sie können mit dem Scheiß aufhören. Wo ist sie? Wo ist wer? Meine Frau Inge Würdemann. Oh, Frau Würdemann ist Ihre Frau. Hören Sie doch auf, ich bin Ihnen noch hinterhergegangen. Hinterhergegangen? Kleines Tête-à-Tête. Rendezvous in Cafés, Tee trinken zum Sonnenuntergang, gell? Die Frau Würdemann, natürlich, Inge. Wo ist sie? Aber was hat die Sekretärin von Nils Knieling in der Hotelsuite eines Senators zu suchen? Ich habe Beweise. Als Sie sich angemeldet haben, da stand Jan Becker neben Ihnen. Jan Becker? Ein Privatdetektiv. Privatdetektiv? Und während ich auf der anderen Straßenseite gewartet habe, ist Herr Becker die Feuerleiter hochgeklettert und durch das Fenster von Nummer 648 gestiegen. Sie in flagranti zu erwischen. Während ich mich angemeldet habe, ist er die Feuerleiter? Genau das. Durch das Fenster? Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Auf den Kopf getroffen. Ich habe eine Dreiviertelstunde auf ihn gewartet. Ich glaube, jetzt hat er genug gesehen. Sie vermuten doch nur, dass Ihre Frau hier im Hotel ist. Ich weiß das. Ich habe Inge gesehen, als sie sich nach Ihnen in dieses Hotel geschlichen hat. Ja, mag sein, dass Sie Ihre Frau gesehen haben. Ich habe die gesehen. Aber ich schwöre, dass sie nicht bei mir ist. Sie ist bei Schorsch Söge. Schorsch Söge, mein Sekretär. Ich wollte ihn nicht verraten, aber er ist der größte Bock im Rathaus. Ach, hören Sie doch auf! Sie sind der Scheißkerl, mit dem sich Inge zu ihrem kleinen Rendezvous getroffen hat. Ja, stimmt, aber wir wollten nur über alles reden. Sie ist Herrn Söge verfallen und ich wollte sie davon abbringen. Aber das hat nichts geholfen. Schorsch ist wirklich ein raffinierter Schürzenjäger. Gehen Sie an die Rezeption und sehen Sie nach, ob Herr und Frau Söge angemeldet sind. Hören Sie, wenn Sie mich hier für dumm verkaufen wollen, ne? Das hat mich genauso getroffen wie Sie. Oh, Ronny! Was? Ich glaube, das hat mich sogar noch mehr getroffen wie Sie. Schorsch Söge, sagen Sie. Stimmt ganz genau. Tut mir wirklich schrecklich leid, was sich hier hinter Ihrem Rücken abspielt. Wenn Sie mich anlügen. Aber Ronny, ich bin Senator. Ja, eben. Ich verspreche Ihnen, dass Ihr Privatdetektiv kein Wort gegen mich aussagen wird. Ich komme wieder. Würde mich freuen. Nun geh schon ran, Schorsch. Schorsch, komm mit Frau Würdemann hierher. Ihr könnt nicht in 650 bleiben. Ronny ist nach unten an die Rezeption gegangen und kommt dann in eure Suite. Es ist jetzt keine Zeit, dir das zu erklären. Wenn er dich findet, haben wir das auf jeden Fall mit zwei Leichen zu tun. Ja, bitte? Room Service! Ich komme! Der bestellte Schneider. Ah, wunderbar. Ja. Das ist mein Hochzeitsanzug, wissen Sie? Vielen Dank. Harald. Unsere Lage hat sich sozusagen ein klein bisschen verschlechtert. Wunderbar. Wir brauchen einen Rollstuhl. Einen Rollstuhl? Für den Invaliden. Hat sich einer übernommen? Ein paar von uns haben sich übernommen. Naja, auf jeden Fall brauchen wir einen Rollstuhl. Haben Sie schon mitbekommen, dass die Zimmer auch Türen haben? Was ist passiert? Was wollte Ronny? Augenblick, ich verhandle noch mit Harald. Also, können Sie mir mit einem Rollstuhl aushelfen? Vielleicht. Das Hotel hat einen für den Notfall. Das hier ist ein Notfall? 50 Euro reicht. Oh, ich fürchte, ich habe kein Bargeld mehr. Oh, das ist schon in Ordnung. Oh, danke, Harald. Ich nehme auch Kreditkarten. Was ist das? Was wollt ihr denn? Ich bin jetzt zu mir im Rathaus. Also, was wollt ihr zuerst hören? Die schlechte oder die noch schlechtere Nachricht? Gibt es keine gute? Nee. Um Himmels Willen, sagen Sie uns die schlechte. Die schlechte Nachricht ist, Ihr Mann hat einen Privatdetektiv engagiert, der uns hierher gefolgt ist. Nee. Und Sie glauben, es gibt eine noch schlechtere Nachricht? Ja, er ist der Kerl im Kleiderschrank. Oh mein Gott! Wie konnte Ronny mich so hintergehen? Also wirklich, wie konnte er nur?
Ich begreife immer noch nicht, wozu der Rollstuhl gebraucht wird. Schorsch, der Mann ist Privatdetektiv. Der darf nicht in deiner und nicht in meiner Suite gefunden werden. Also setzen wir ihn in einen Rollstuhl und wickeln ihn in eine Decke. Warum? Damit du ihn nach Klein Flottbeck bringen kannst. Klein Flottbeck? Das liegt auf deinem Weg nach Haus. Der Mann ist tot, das spielt keine Rolle, wo er gefunden wird. Du bist ratzfatz da und kannst ihn in den Botanischen Garten kippen. In den Botanischen Garten kippen? Was tun wir wegen Ronny, Herr Wilms? Noch ein Grund mehr für Schorsch, sich auf den Weg zu machen. Ich fürchte, ich habe mich Ronny gegenüber zu einer kleinen Notlüge hinreißen lassen. Hm? Bitte? Ich habe ihm gesagt, dass du vorhast, seine Frau zu verführen. Was? Ja, Ronny konnte das auch nicht glauben. Kontrolliert jetzt unten am Empfang, ob Herr und Frau Söge angemeldet sind. Wir haben uns angemeldet. Suite 650. Herr Wilms, wissen Sie, was Sie sind? Wenn ich so weitermache, bin ich bei Bürgermeister. Ja, bitte? Hier ist Ronny Würdemann. Ich komme. Ihr zwei, rein da. Muss das sein? Du hast die Wahl. Er oder Ronny? Er! Und zieht ihm Rühmanns Hochzeitsanzug an, während ihr da drin seid. Also ist das wirklich nötig? Ja, und beeilt euch. Dann findet sie nicht so schnell raus, wer er ist. Und von Ihnen kann Jack the Ripper noch was lernen. Kein Grund, ungeduldig zu werden. Sie hatten verdammt nochmal recht. Herr und Frau Söge, Suite 650, die wohnen gegenüber. Ist nicht wahr. Ich hab an die Tür geballert, aber keiner hat geantwortet. Niemand da. Also habe ich ein Loch in die Tür getreten. Oh, gut getroffen. Sie sind nicht da. Nee. Oh mein Gott. Reißen Sie sich zusammen, Ronny. Das ist alles meine Schuld. Aber nicht doch. Aber ja doch. Darum ist sie ja zu diesem Kerl, diesem Söge. Er macht ihr das besser als ich. Oh, nee. Ich bin mir sicher, Sie sind ganz gut dabei. Aber gerade das ist es, Jung. Ja, was denn, Ronny? Ich bin noch nicht gut im Bett, Herr Wilms. Ich bin mir sicher, Sie sind ganz anständig. Ich bring das einfach nicht. Johnny, Sie machen doch alles nur noch schlimmer. Hörst du laut, Herr Wilms? Oh, ich versuche gerade... Ich will lieber nicht wissen, was Sie gerade versuchen, Herr Wilms. Überlassen Sie mir das, Herr, ein kleines Problem. Das habe ich gehört. Ich benehme mich sonst nicht so vor anderen Leuten. Freut mich zu hören. Ich bring das schon in Ordnung. Dann können Sie ja vielleicht auch Herrn Söge in Ordnung bringen. Söge! Ist schon gut, Ronny. Nein, ist es nicht. Die Tür ist kaputt und das Mobiliar ist kreuz und quer über das ganze Zimmer verteilt. Herr Söge, bitte. Ich kann es nicht zulassen, so wie er sich hier im Hotel Englischer Hof benimmt. Verstehe. Ich habe nichts gegen junge Paare, die ihre Flitterwochen hier verbringen, aber das geht zu weit. Flitterwochen! Reißen Sie sich zusammen, Ronny. Und Herr und Frau Söge sind nirgends aufzutreiben. Vielleicht essen Sie gerade im Restaurant. Wieso gucken Sie da nicht mal nach? So, bitte sehr. Oh. Was tun Sie da, Rühmann? Was man mir aufgetragen hat. Für wen ist der Rollstuhl? Für wen ist der Rollstuhl, Herr Senator? Für meinen jungen Freund hier. Oh, Sie sind neu hier. Sie können gehen. Junger Mann, ich weiß nicht, wer Sie sind oder was Sie um diese Zeit in der Suite von Senator Wilms zu suchen haben, aber ich möchte Sie bitten, unser Hotel zu verlassen, sobald Sie sich wieder so halbwegs im Griff haben. Herr Senator Wilms, ich würde mich freuen, wenn Sie bei Ihren zukünftigen Besuchen bloß Ihre Frau mitbrächten. Verdammter Schiedi, ich fühle mich so elendig. Gehen Sie nach Hause, das hilft. Ich gehe nicht, bevor ich diesen vermuckten Söge gefunden habe. Ja, wie ich schon gesagt habe, vielleicht ist er ja im Restaurant. Ich krieg den! Und wenn ich ihn hab, dann trete ich ihm dahin, wo ihm das Ganze enorm wehtut. Ja! Dir zugehört? Ja, aber das war nicht so schlimm wie das, was ich hier drinnen abgespielt habe. Ist Ronny nicht wunderbar? Ja. Habt ihr ihn umgezogen? Das war nicht so einfach. Großer Gott. Es war dunkel da drin. Hier, setz ihn da rein. Frau Würdemann, Sie verschwinden über die Feuerleiter und dann fahren Sie so schnell es geht nach Hause. Was soll ich Ronny sagen, wenn er zurückkommt? Sagen Sie ihm, dass Schorsch Sie hierher verschleppt hat. Herzlichen Dank. Klein Flottbeck, Spaziergang mit Freddy im Botanischen Garten. Ich hole den Lift und warte auf dich. Gib mir eine halbe Minute. Ach, und dann hol eine Decke aus dem Schlafzimmer für unseren Freund hier. Jawohl. Ach, und Schorsch, wenn du jemals heiraten solltest und in der Klemme sitzt, du kannst mit mir rechnen.
Ich fürchte, wenn Ronny mit mir fertig ist, brauche ich ans Heiraten nicht mehr zu denken. Natürlich, nun hab ich's. Jetzt komm schon. Er ist weg. Wer ist weg? Der Privatdetektiv. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Er ist verschwunden. Sie sind rausgegangen, um den Lift zu rufen. Ich bin ins Schlafzimmer gegangen und habe eine Decke geholt. Ich war nicht einen Moment aus dieser Suite raus. Short. Ja, ja, er war hundertprozentig hier, als ich... Ah! Herr Wilms! Schorsch, was hast du gemacht? Ich hab nichts angerührt. Er ist wieder da, wo er vor einer Stunde gelegen hat. Herr Wilms, ich schwöre, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, saß er im Rollstuhl. Dann weiß jemand von uns. Jemand weiß von uns? Schorsch, das riecht nach Erpressung. Tut es das? Wieso legt ihn sonst jemand wieder dahin? Wieso ruft er nicht die Polizei? Ich hab's gewusst. Ich hätte heute Abend zu Hause bei meiner Mutter bleiben sollen. Lass deine Mutter aus dem Spiel und komm. Was haben Sie vor? Zurück zu Plan A. Plan A? Klein Flottbeck. Ja, aber wenn da doch niemand Bescheid weiß. Schorsch! Wir haben keine andere Wahl. Doch haben wir Plan B. Plan B? Die Wahrheit sagen. Bist du verrückt? Ich bin Politiker. Wissen Sie, viele Leute sagen die Wahrheit. Das ist ganz einfach. Sie und Frau Würdemann haben ihn gefunden. Das ist alles. Hast du dir eigentlich keine Gedanken darüber, welch unsäglich großes Leid du damit verursachst? Denk doch bloß mal an den armen Ronny. Der springt doch jetzt schon rum wie ein kopfloser Hahn. Wahrscheinlich wird er sich beim Balkon stürzen. Da fehlt was. Die Sonnenbrille. In seiner Brusttasche. Noch ein Indiz mehr für eine Erpressung. Da spielt jemand Katz und Maus mit uns. Ich bin mir sicher, dass wir eine Nachricht kriegen. Eine Nachricht? Eine Geldforderung. Herr Wilms, wenn es diesen Erpresser gibt, wird er mir nach Klein Flottbeck hinterhergehen. Das Risiko müssen wir auf uns nehmen. Wir? Herr Wilms, was wollen Sie? Das ist für Sie. Was ist das? Eine Nachricht. Eine Nachricht? Richtig. Von wem? Von mir. Von Ihnen? Genau.
50 Euro für die Bereitstellung eines Rollstuhls. Jetzt geht Ihrem Bruder wohl schlechter. Ja, der arme Freddy ist am Ende. Der arme Freddy ist am Ende. Ziemlich krank. Das kommt sicherlich nur vom Tanzen. Ja, so in der Art. Nichts für ungut, aber wieso trägt er meinen Hochzeitsanzug? Freddy geht auf eine Hochzeit. Ach, war er heute nicht schon auf Ihrer Hochzeit? Ja, und jetzt geht er auf die Hochzeit von seinem anderen Bruder. Ja, Bernie. Und Bernie heiratet am selben Tag wie er? Ja, Schorsch und Bernie sind Zwillinge. Oh mein Gott. Herr Finz, ich kann Söge und meine Frau nirgendwo finden. Guten Abend, Herr. Wer zum Teufel sind Sie? Der reichste Mann in diesem Hotel. Die beiden verstecken sich irgendwo. Gehen Sie nach Hause, schlafen Sie eine Nacht darüber und dann bringen Sie das morgen in Ordnung. Ich bring das jetzt in Ordnung und mit Schorsch. Mit Schorsch Söge fange ich an. Das war Dr. Lünemann. Und der Kerl im Rollstuhl? Das ist der Bruder von irgendjemandem. Wessen Bruder? Meiner. Dr. Lünemann ist immer bei ihm. Der arme Johnny ist schon ein bisschen plemplem. Man könnte auch sagen, ist ganz und gar hinüber. Das tut mir leid. Wenn man selbst einen Haufen Sorgen hat, dann sieht man gar nicht, dass das anderen Leuten noch viel schlechter geht, ne? Ach Mensch, nun kommen Sie her. Gehen Sie nach Hause. Ihre Frau ist nicht fremdgegangen. Ich muss es nicht. Sie sich daran, dass Sie auf der Stelle ins Rathaus gehen wollten, als Sie hier angekommen sind. Mir ist was dazwischen gekommen. Ja, ganz sicher. Herr Söge, ich bin doch eine Antwort schuldig. Ja. Haben Sie vielleicht gerade mit ihm gesprochen? Am Lift. Das vermuckte Schwein! Bondi! Sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Das noch was? Wieso kutschiert Herr Söge seinen Bruder in einem Rollstuhl durch das Hotel? Damit er ein bisschen frische Luft kriegt. Freddy, nicht George! Herr Wilms! Du solltest auf dem Weg nach Klein Flottbeck sein. Er ist auferstanden. Ja, natürlich, George. Aber das ist über 2000 Jahre her. Nein, ich meine den Mann im Rollstuhl. Ihr Bruder Freddy. Lassen Sie uns das bitte alleine klären, ja? Er ist aufgestanden. Wer? Ja. Was? Er hat doch nur einen kleinen Sitzen. Warum soll er nicht aufstehen? Vielen Dank. Ich wollte ihn gerade in den Lift schieben. Da ist er aufgestanden. Das kann er nicht getan haben. Ja, aber warum denn nicht? Bitte, was hast du gemacht? Ich bin weggelaufen wie ein Idiot. Was hat Freddy gemacht? Er ist mit dem Lift nach unten gefahren. Tatsächlich? Womöglich übergibt er sich noch an der Rezeption. Er ist zurückgekommen, uns zu strafen, Herr Wilms. Blödsinn. Das heißt bloß, dass er nicht tot ist. Meinen Sie wirklich? Und das sind keine guten Neuigkeiten. Ja, aber sicher sind das gute Neuigkeiten. Für unseren ehemals toten Freund Freddy, ja, aber nicht für uns. Ich muss ihn nicht mehr nach Klein Flottbek schieben. Ich kann nach Hause gehen und Schwester Giesche ablösen. Verstehst du denn nicht, George? Wenn er lebt, dann kann er alles über Frau Würdemann und mich ausplappern. Hast du Ronny gerade auf dem Flur gesehen? Ja, er sah ziemlich durcheinander aus. Das ist er sicher auch. Er sucht nach Herrn Söge. Ich weiß. Und er denkt, du bist Dr. Lünemann. Dr. Lünemann? Egal, ich muss den Detektiv finden, bevor er Ronny in die Arme läuft und ihm alles erzählt. Oh Gott, was? Ich habe Ronny erzählt, dass der Detektiv mein durchgeknallter Bruder Johnny ist. Ja, mal, doch mal was Neues. Alle anderen Leute denken, er ist mein besoffener Bruder Freddy. Ja. Also, wenn Jan Becker hier auftaucht, bevor ich zurück bin. Wer ist Jan Becker? Unser Privatdetektiv. Du musst ihn hier aufhalten. Und wenn Ronny vor mir hier ist, ja, dann gnade dir Gott. Ich habe eine Beschwerde. Das kommt mit dem Alter. Dass Ihr Bruder Freddy den Rollstuhl nicht braucht. Es hat mich ziemlich viel Mühe gekostet, ihn aufzutreiben. Ja, besten Dank. Für den Rollstuhl ganz alleine im Fahrstuhl rauf und runter.
Freddy braucht ihn wirklich nicht mehr. Dann nehme ich ihn wieder mit. Ja, danke. Und ich werde ihn bereithalten für den nächsten Notfall. Danke. Oh mein Gott. Eine nette Überraschung. Frau Wild! Was machen Sie denn hier? Frau Wild! Sollten Sie nicht mit Richard im Rathaus sein? Frau Wild! Ich bin hierher gekommen. Hierher gekommen, um Ihrem Herrn Wilms zu helfen. Er hat hier was liegen gelassen, so ein paar Unterlagen. Er hat mich hierher geschickt. Er im Rathaus, ich hier. Ich kann mir denken, dass Richard bis über beide Ohren in Arbeit steckt. Oh, Sie haben bestimmt einen schweren Tag gehabt, was Gott. Ich habe mir überlegt, ich komme her und überrasche Richard. Das wird Ihnen sicherlich glücken. Wunderbar. Wenn Sie Ihren Mann gesehen haben, dann fahren Sie wieder zurück nach Hause, ne? Seien Sie doch nicht albern, Schorsch. Ich bleib über Nacht. Über Nacht? Aha. Nee! Ich meine, Herr Wilms hat die ganze Nacht zu tun. Im Rathaus. Ich weiß. Ich will mir seine Rede anhören, so nebenbei. Was macht denn der Senat? Welcher Senat? Na ja, der in der Bürgerschaft, was? Ah, der Senat. Gut. Ich kann ins Rathaus gehen und Richard von der Tribüne aus bewundern. Nein, das können Sie nicht. Oder ich setze mich hier hin beim schönen Glas Wein und gucke mir die Debatte im Fernsehen an. Nein, das können Sie auch nicht. Seien Sie doch nicht albern, Schorsch. Warum denn nicht? Weil es nebenan viel ruhiger ist. Nebenan? In der Suite nebenan. Das ist meine. Deine? Ja, meine nebenan. Kommen Sie. Sie wohnen auch hier? Ja, Herr Wilms bezahlt. Los, kommen Sie. Was soll es denn heißen, kommen Sie? Nebenan. Kommen Sie, wir beide. Was fragen Sie denn da? Wir beide. Wir haben wahrscheinlich nie wieder so eine Chance. Eine Chance für was, um Gottes Willen? Chance für eine unbändige, glühend heiße Affäre! Eine unbändige, glühend heiße... Liebe Frau Wilms! Schorsch! Ich bin verrückt nach Ihnen, Frau Wilms. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ich verstehe hundertprozentig, was Sie fühlen. Schorsch! Gott, sind Sie schön! Kämpfen Sie nicht dagegen an, Frau Wilms! Wer kämpft denn hier dagegen an? Schorsch! Hast du dich deshalb immer so komisch aufgeführt? Sie haben das bemerkt. Und all die Jahre? Habe ich meine Gefühle unterdrückt, ja. Na komm schon, in deine Suite. Hier. Ja. Nein! Wir gehen besser durch das Fenster. Ja. Nein! Durch das Fenster. Wir wollen doch niemandem über den Weg laufen, oder? Gute Idee, Schatz. Schnell! Oh, was ist mit meinem Nachthemd und all den anderen Sachen? Bei mir brauchst du doch kein Nachthemd. Aber natürlich brauch ich das so aus. Na schön, aber wir verlieren
kostbare Zeit. Komm, Frau Wilms, machen Sie schnell. Oh, Schorsch, das ist doch so verrückt, was wir hier machen. Sie haben ja so recht. Das hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, aber so wie das scheint, habe ich mein Gedächtnis verloren. Ihr Gedächtnis verloren? Ja. Das tut mir aber leid. Ich kann mich nicht mal mehr an meinen Namen erinnern. Das ist ja schrecklich. Oder was ich in diesem Hotel wollte. Das ist ja fürchterlich. Oh, und ich habe bannig Kopfweh. Sie sollten hier in Ihrem Zustand nicht durch die Gegend geistern. Womöglich stoßen Sie noch mit irgendwas, mit irgendjemandem zusammen. Legen Sie die Füße hoch und machen Sie sich es ein klein bisschen bequem. Oh, das ist wirklich nett von Ihnen. Oh. Gott sei Dank sind Sie da, Herr Wilms. Ich habe mich schon gefragt, wo Sie sind, Herr Doktor. Ist was ganz Schreckliches passiert. Das Wichtigste zuerst, Dr. Lünemann. Sie wartet nebenan und glaubt, dass wir eine unbändige, glühend heiße Dr. Lünemann. Vielleicht können Sie dem armen Teufel hier ja helfen. Ah! Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon, es hätte ihn wieder getroffen. Sie sind bei Dr. Lünemann in den besten Händen. Er ist Neurologe. Oh mein Gott. Alles in Ordnung, Herr Doktor. Der arme Kerl hat sein Gedächtnis verloren. Och nee. Oh, das tut mir aber leid. Ja, das ist verrückt. Ich weiß nicht mal mehr, wer ich bin. Oh, das ist ja schrecklich. Ja, und er kann sich auch nicht erinnern, was er hier im Hotel zu suchen hat. Das ist ja fürchterlich. Doch, ich erinnere mich an irgendetwas, was mit diesem Zimmer zu tun hat. Oh. Und mit dem Fenster. Oh. Ich denke, Herr Doktor, Sie sollten Ihren Patienten ins Bett bringen. Das ist ein guter Vorschlag. In die Suite nehmen. Ab. Das ist kein guter Vorschlag. Aber hier ist ziemlich viel los, Herr Doktor. Nebenan wird sich auch ein bisschen was abspielen. Ich fürchte, ich komme nicht ganz mit, Herr Doktor. Ich wollte Ihnen das schon erklären, aber ich erkläre das, sobald ich den Patienten ins Bett gebracht habe, in diese Suite. Na schön. Aha. Oh! Oh. Meine Frau ist mir durch die Lappen gegangen und ich kann diesen Söge nirgendwo finden. Warum versuchen Sie es nicht nochmal in Suite 650? Vielleicht ist Herr Söge ja wieder da. 650, ja. Nee. Aber sicher sollte Ronny es da probieren, Dr. Lünemann. Nein, das sollte er nicht, Herr Söge ist nicht da. Aber er könnte da sein. Ist besser, wenn Ronny es da versucht. Nein, ich habe Herrn Söge erst vor 5 Minuten gesehen. Haben Sie? Ja. Wo? Im Swimmingpool. Swimmingpool? Swimmingpool. Hat mit Frau Würdemann ein paar Runden gekrault. Wenn ich den zu fassen kriege, dann dreh ich ihm den Hals um. Moment mal, haben Sie mich schon mal gesehen? Na klar. Sie sind Herr Wilms, durchgeknallter Bruder Johnny. Durchgeknallter Bruder Johnny? Hören Sie, die Sache ist die. Ich bin dein Bruder? Ja, das bist du. Oh mein Gott. Hör zu, du warst eine Zeit lang ziemlich krank. Mal konntest du dich an alles erinnern und dann wieder nicht. Und dann, dafür gibt es doch einen bestimmten Ausdruck, nicht wahr, Doktor? Ja, ich kann da eine ganze Menge zu sagen. Ja. Oh, gehen Sie bitte an die Tür und sehen nach, wer da ist, Herr Doktor. Könnte ich vielleicht noch was Persönliches mit Ihnen besprechen, Herr Wilms? Bitte, Herr Doktor, Sie gehen an die Tür und ich bring Johnny ins Bett. Oh, du bist so gut zu mir. Ja, dafür ist ein großer Bruder doch da, Johnny. Ja, 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 ja. Oh, mein Gott! Psst! Ich hab doch gesagt, Sie sollen nebenan warten. Oh, Schorsch, wo bleibst du denn? Du wolltest doch nur Richards Bademantel holen. Ich habe ihn nicht gefunden. Komm schon, ich habe auch Austern und Champagner bestellt. Oh, Frau Wilms. Oh, nun tu, was man dir sagt. Schorsch. Champagner und Austern. Sie sind für Suite 650. Ich weiß, aber dort ist niemand. Also habe ich mir gedacht, dass Sie alle hier sind. Bringen Sie das nach nebenan. In Ordnung, ich nehme den Weg, den ich gekommen bin. Ja. Ach, gehören Sie zum Anhang der Braut oder des Bräutigams? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie da reden. Ja, tun Sie, was man Ihnen sagt. In Ordnung.
Komm schon, George. Na, Frau Wilms, ich mache mir doch ein bisschen Sorgen wegen Ihrem Mann. Ach, was, die Debatte wird bis in die Nacht dauern. Richard wird doch bis zum Morgen im Rathaus zu tun haben. Vielleicht platzt er auf einmal rein. Ich meine, vielleicht kommt er auf einen Sprung rüber. Oh mein Gott. Frau Wilms. Frau Wilms. Oh mein Gott. Gott! Oh, Gott sei Dank! Oh, George! Was für ein Kuss! Ah, oh, Wilms! George! Ja, ich komme ja schon. So, aber nun bin ich... Nun bin ich... So, George? Ja? George? Diese Gold... George! Ja. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen, Herr Söge? Schwester Gesche. Ihre arme Mutter hat Todesangst, wissen Sie. Schwester Gesche. Ich bin überrascht, Herr Söge. Ja, wahrhaftig. Auf Sie war immer Verlass, bis heute. Schwester Gesche. Und was denken Sie sich dabei zu heiraten, ohne da irgendjemandem was von zu sagen? Ihre Mutter ist bannig in Fahrt, das können Sie mir glauben. Ich habe ihr gesagt, dass ich dieses Hotel nicht verlassen werde, bis ich mit Ihrer Erklärung zufrieden bin. Bitte sagen Sie meiner Mutter, dass ich alles erkläre, sobald ich nach Hause komme. Schwester Gesche will jetzt eine Erklärung, Herr Söge. Oh, Schorsch. Was für ein Kuss. Entschuldigung, verkehrtes Zimmer. War das Ihre neue Frau? Nein, das war Herrn Wilms Alte. Sie meinen, das war die Frau von Ihrem Senator? Ja. Sie sagte, oh, Schorsch, was für ein Kuss. Ja, sowas in der Art, hat sie gesagt. Wie viele Frauen haben Sie hier? Ich habe aufgehört, sie zu zählen. Herr Söge! Bitte, Schwester Gesche, gehen Sie nach Haus. Herr Söge, was haben Sie gemacht? Ich habe mein Bestes gegeben, Schwester Gesche. Bitte gehen Sie wieder zu meiner Mutter. Nicht ohne Sie. Gut, dann kommen Sie mit nach nebenan. Nach nebenan? Suite 650, das ist meine. Kommen Sie. Wieso um alles in der Welt? Für eine unbändige, glühend heiße Affäre. Eine unbändige, glühend heiße Affäre. Liebe Schwester Gesche. Söge! Gott, sind Sie schön! Sind Sie verrückt? Sie machen mich verrückt! Kämpfen Sie nicht dagegen an, Schwester Gesche! Wer kämpft denn dagegen an, Herr Söge? Ich habe immer gewusst, dass da noch mehr ist. Obwohl nicht mehr viel davon übrig ist. Was ist mit Frau Wems und den anderen Frauen? Wer interessiert sich noch für die jetzt, wo Sie da sind? Komm! Ja! Nee! Wir nehmen das Fenster. Das Fenster? Das ist sicherer. Sie gehen vor, ich ziehe mich hier aus und stoße denn dazu. Oh, schau! Schnell! Ich will nackt und verführerisch sein. Gut, du wirst mich genauso vorfinden. Schnell, Schwester Gesche. Ich glaube, das Schwester kannst du jetzt weglassen. Wieso? Ach so, oh, danke. Gesche, lehn dich bitte nicht so in dieses Zimmer. Wieso nicht? George! Was hast du in all den Jahren bloß mit deinem Talent gemacht? Also, Schorsch, ich mach Johnny fertig und du passt an der Tür auf für den Fall, dass Ronny zurückkommt. Herr Wilms, ich muss Ihnen was sagen. Was denn? Frau Wilms. Was? Frau Wilms. Frau Wilms? Sie ist im Kleiderschrank. Pamela ist im Kleiderschrank? Ja, im Nachthemd. Pamela ist im Kleiderschrank im Nachthemd? Ja! Trinkt sie da drin eine Tasse Kakao oder was? Nee. Was macht sie dann im Kleiderschrank im Nachthemd? Sie wartet darauf, dass ich mir die Klamotten vom Leibe reiße.
Ja, bitte? Was wollen Sie, Schwester Gesche? Oh, hey, lassen Sie mich mit ihr sprechen. Hören Sie, sagen Sie Herrn Söges Mutter, dass er vor Mitternacht zu Hause ist. Nicht? Was? Was macht Schwester Gesche in Suite 650? Die wartet darauf, dass ich mir die Klamotten vom Leibe reiße. Und weiter? Sie wartet auf eine unbändige, glühend heiße Affäre. Schwester Gesche, ich will hoffen, diese sonderbare Behandlung wird von der Krankenkasse bezahlt. Ich nehme an, Champagner und Austern waren für Schwester Gesche. Die waren für Frau Wilms. Ich habe versucht, Ihnen das zu erklären. Richard! Himmel, was für ein Bums! Sie hat einen Bums auf ihren Kopf gekriegt. Ich will die Stellung nicht wissen, Sean. Das Fenster hat sie getroffen. War das vorher, währenddessen oder danach? Frau Wilms wollte sie überraschen, das ist alles. Das hat sie geschafft. Ja, bitte ziehen Sie sie wieder an und bringen Sie sie nach Hause, bevor sie dem Detektiv oder Ronny in die Arme läuft. Die Schlaftabletten. Wir sprechen uns noch, Schorsch. Ach, Schorsch. Ich denke, das Beste wäre eine Einzugsermächtigung. Vielen Dank. Danke, Harald, wir brauchen Sie nicht mehr. Oh, das kann man nie wissen. Oh, bleiben Sie! Frau Würdemann, Ihr Mann ramentert hier noch immer durch die Gegend. Ich befürchte, der Bürgermeister auch. Der Bürgermeister? Ich glaube nicht, dass wir ihn hier auch noch unterbringen können. Was ist passiert, Frau Würdemann? Als ich ins Rathaus kam, ging das in der Bürgerschaft hoch her und alles geriet außer Kontrolle. Ja, aber was ist passiert? Der Bürgermeister kam so ein bisschen in die Bedrulle, denn auf einmal schrie einer von der Opposition, ist doch zu schade, dass der Schoßhund von dem Bürgermeister nicht da ist, um ihm beizustehen. Schoßhund? Das sind Sie, Herr Wilms. Als der Bürgermeister gemerkt hat, dass Sie nicht da sind, ist er fast durchgedreht. Oh, Herr Wilms. Die Sache spitzt sich zu, nicht wahr? Seien Sie still. Ich muss zurück. Wenn mein Chef herausfindet, dass ich Sie gewarnt habe, dann bin ich verloren. Sie sind ein liebes, süßes Mädchen. Wir gehen beide. Oh, nein, Frau Würdemann, Sie gehen. Herr Wilms kommt in 2 Minuten nach. Aber zuerst müssen wir uns hier noch mit etwas befassen. Ha! Ich erinnere mich wieder, wieso ich in den englischen Hof gekommen bin. Ich hab's wieder vergessen. Geh und leg dich wieder hin. Was macht der Privatdetektiv in Ihrem Schlafzimmer? Keine Sorge, Schorsch kümmert sich um ihn. Ihr Bruder ist Privatdetektiv. Gehen Sie! Sagen Sie mal, kennen wir uns nicht? Ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich sie irgendwo schon mal gesehen habe. Ja, aber natürlich hast du sie schon gesehen. Sie ist mit Dr. Lünemann verheiratet. Dr. Lünemann? Und du bist dir sicher, dass ich nicht zufällig Jan heiße? Oh, ganz sicher. Frau Wilms passt auch nicht so recht. Ins Schwarze getroffen. Verschwinden Sie. Und weißt du, Richard, ich komme mir auch nicht so vor wie dein Bruder. Er ist der Bruder von Herrn Wilms. Herr Doktor, bringen Sie Johnny ins Schlafzimmer. Johnny? Also ich hab gedacht, sein Name wäre... Herr Doktor, bringen Sie Johnny ins Bett und gehen Sie in die Herr Wilms, ich mach mir doch ein wenig Sorgen. Richard, ich besinne mich auch nicht auf den Doktor. Ich werde mich sicherlich an eine ganze Menge von all dem hier erinnern. Ach, und George? Herr Wilms, beeilen Sie sich. Ronny? Ronny? Er sieht gruselig aus. Oh, das Fenster. Ist Ronny einer von den Guten oder von den Bösen? Er ist das Schlimmste. Ich komme. Machen Sie die Tür nicht auf. Hm? Moment. Guten Abend, Herr. Suchen Sie den Swimmingpool? In den bin ich ja gerade reingefallen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie hier im Hotel wohnen. Der Swimmingpool ist bloß für unsere Gäste. Wo ist Herr Wilms? Er ist gerade in diesem Moment gegangen. Was? Ich habe ihn nicht gesehen. Er hat den normalen Weg genommen, über den Balkon. Ach, und wo finde ich seinen Sekretär, Schorsch Söge? Herr Söge war auch gerade noch hier. Oh, und hatte der eine junge Frau bei sich? Hatte er allerdings seine Braut? Seine Braut? Eigenartige Sache. Die Söges und Herr Wilms sind verschwunden, als sie den Namen Ronny gehört haben. Aha! Ach, wenn mir einer von Ihnen über den Weg läuft, soll ich sagen, wer nach Ihnen gefragt hat? Ja, sagen Sie den, Ronny hat nach Ihnen gefragt. In Ordnung, Ronny. Ach, Ronny. Ja, was ist? Warten Sie einen Moment. Ja. Je, 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 je. Der böse
Junge hat ins Gras gebissen. Ich weiß ja nicht, ob das jemand interessiert, aber da ist eine Dame im Kleiderschrank. Eine Dame? Im Negligé. Ach, die Dame, ja, ja. Ihre Mutter, nicht wahr? Eliminierung eines bösen Jungen, 50 Euro. Dame im Kleiderschrank, 50 Euro. Das macht zusammen 150 Euro. Oh! Oh, mein Gott! Dieser vermuckte Söge! Ja, natürlich! Söges Adresse! Söge! Söge, Söge, Söge! Söge, Georg! Holtbach 25, Isarbrook! Was haben Sie vor, Ronny? Ich will Herrn Söge besuchen. Ich bin nicht zu Haus. Ich meine, er ist nicht zu Haus. Er ist doch baden gegangen. Der Einzige, der hier baden gegangen ist, das bin ich. Der ist aus Stift gegangen, das ist nicht von Ronny. Ronny, nein, bitte, ich will nicht, dass du gehst. Ich gehe. Ronny, bitte, ich will, dass du hier bleibst. Nee, bitte, Ronny, bitte, bleiben Sie doch. Wenn Sie nicht freiwillig aus diesem Hotel ausziehen, sorge ich dafür, dass Sie in Handschellen abgeführt werden. Ist ja gut. Und wenn Ronny nicht auf der Stelle dieses Hotel verlässt. Ich verlasse das bereits. Ronny, du bleibst hier. Hören Sie auf damit. Hören Ronny. Sie sofort auf. So was macht man. Hören Sie damit auf. Sagen. Ronny, Ronny, du musst hier bleiben. Becker, ich heiße Becker. Gehen Sie ins Bett. Da geht er auf gar keinen Fall hin. Sie wollten doch zu Ihrer Hochzeit. Ich bin seit 15 Jahren verheiratet. Ha! Ich hole die Polizei. Ronny, du darfst das unseren Johnny hier nicht übel nehmen. Ja? Johnny interessiert mich überhaupt nicht. So ist recht. Nee, 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 Becker, Becker. Jan Becker. Jan, was? Jan Becker. Jo, das bin ich. Warte mal. Jan Becker. Dieser Kerl ist mein Privatdetektiv. Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Nichts Besonderes, so viel ich Sie weiß. Sie sind Ronny Würdemann. Ja, ich weiß selber, wer ich bin. Frau Würdemann. Was? Sie wissen, wo meine Frau ist? Oh ja. Nein. Mein Patient sollte jetzt wirklich ins Bett. Aber du, seien Sie still, Dr. Lindemann. Sicher doch. Herr Würdemann, was seht ihr noch in Ihrem Handtuch? Also, wo ist meine Frau? Das Fenster. Was? Meine Frau ist durch das Fenster gegangen. Das Fenster, ja. Na gut. Ha, ich kann mich wieder erinnern. Weiter. Oh. Also, zuerst suche ich jetzt meine Frau und dann schleppe ich die zu Söges Haus. Gibt keinen Grund, das zu tun, Ronny. Ich werde mich mit all beiden befassen. Ja, warte noch mal. Eine Sekunde, Ronny. Ja, was ist denn los? Ja, na, die Sutter hätte gerade Koko so genau Kung Fu. Oh Gott, Schwester Kirche. Ich hätte doch beten, in Zwiebeln zu bleiben. Ich habe diese adrett zusammengelegten Sachen am Fußende vom Bett gefunden. Ja, die gehören Frau Wims. Mhm. Wo sind Ihre Sachen? Adrett zusammengelegt am Fußende vom Bett. Ich darf doch wohl annehmen, dass Frau Wilms uns verlässt. Ja, das ist beschlossene Sache. Wer ist das? Er gehört zum Inventar. Bitte, Kesche, geh wieder zurück. Ich mach das hier mit Frau Wilms. Alles klar. Oh, oh nee. Ah, hab ich das? Sehr ruhig. Oh. Schwester Kesche. Ach, du liebe Zeit. Oh, Gott sei Dank. Was ist passiert, Schorsch? Ja, was immer passiert. Oh, Schorsch, was für ein Kuss. Ja, bitte. Ich bin ein Klo. Ja, ich komme ja schon.
Die Debatte läuft fürchterlich. Oh, George! Wer ist das jetzt schon wieder? Schwester Gretchen. Du lässt ja wohl nichts anbrennen. Wieso ist er nicht im Bett? Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Wie viele Tabletten hast du ihm gegeben? Eine. Eine Tablette? Eine Packung! Hör zu, ich kann nicht bleiben. Die Debatte ist die Hölle auf Erden für den Senat. Die Sache hier läuft auch nicht gerade prächtig. Meine Frau auf Lena Haus? Sie ist immer noch im Kleiderschrank. Was? Sie sollten sie anziehen. Und Roddy ist in den Swimmingpool gefallen und der Manager holt die Polizei. Raus spaziert, Pamela. Oh. Rein spaziert, Schwester Gesche. Guten Abend, Richard. Zieh dich an und geh nach Haus. Und wer genau ist das? Das ist Freddy, der Bruder von George. Oh, nee. Und was ist mit Freddy passiert? Freddy hat heute Morgen auf Georges Hochzeit ein bisschen viel getrunken. Oh, nee. Auf Georges Hochzeit? Ja, George hat heute Morgen geheiratet. War es nicht so, George? Sieht so aus. Du hinterhältiger Kerl. Und wie heißt die Braut? Büsum. Was? Er hat sie in Büsum kennengelernt. Sie heißt Yvonne. Na, Yvonne hat sich hier ja noch nicht blicken lassen. Wo steckt denn die Glückliche? Ich weiß es nicht. Was? Er weiß es nicht genau. Sie haben rumgetobt und Verstecken gespielt. Verstecken gespielt? Zieh dich an und geh nach Haus. Sie mir schon wieder durch die Lappen gegangen. Oh, Richard! Ja, meine Liebe. Und wer genau ist das? Sie sollen sich zusammenreißen. Herr Doktor, können Sie mich irgendwas geben? Dr. Lünemann. Also, wo hat meine Frau sich versteckt? Ronny und seine Frau spielen auch Verstecken. Und wer genau ist Ronny? Ronny gehört zum Anhang des Bräutigams. Er ist mit einer von Yvonnes Cousinen verheiratet. Bitte nicht. Er hat Dr. Lünemann zu George gesagt. Stimmt. Warum macht er das? Ja. Warum macht er das, George? Weil ich Dr. Lünemann bin. Und der Bruder von Johnny und Freddy und Bernie. Und wahrscheinlich auch der Halbbruder von Mickey Mouse. Weiß der Teufel, wo meine Frau steckt? Naja, das ist doch alles bloß ein Spiel. Bloß ein Spiel? Herr Wilms. Ja, ja. Weinen Sie sich aus, das hilft. Herr Gott, nochmal, George. Nun geben Sie Ronny doch einen Drink. Hm? George? Ja, Herr Söge soll Ihnen einen Drink machen. Sind Sie George Söge? Bitte was? Ob Sie der vermuckte George Söge sind? Ach so, der vermuckte George Söge. Ja. Und dieser Kerl hat meine Frau gevögelt? Richard, was hat er da gesagt? Ich glaube, der Begriff wird in der Ornithologie gebraucht. Dieser Begriff wird hier im Hotel Englischer Hof gebraucht. Dieser Kerl wollte mit meiner Frau ins Bett. Ich schwöre, dass ich sowas noch mit keiner verheirateten Frau gemacht habe. Bitte. Nee, das glaube ich auch nicht. Dass George mit der Cousine seiner Frau was anfangen würde. Ach, das ist mir doch egal. Mit der Cousine seiner Frau? Ja, Yvonne ist doch eine Cousine ihrer Frau, oder? Hä, Yvonne? Ja, natürlich. Sie sind Ronny Würdemann, das erklärt alles. Das erklärt gar nichts. George, erklär ihm das. Also, weißt du, Ronny, deine Frau hat doch eine Mutter. Nicht wahr? Ja, ich denk doch. Na also. Ja, und die Mutter hat noch eine Schwester und die hat ein paar Kinder. Und eins davon ist ihre Tochter Yvonne und die habe ich heute geheiratet. Hä, das begreife ich nicht. Das ist doch ganz einfach, Ronny. George hat deine Frau hierher eingeladen, damit sie bei der Hochzeit dabei ist. Ja, und warum bin ich nicht eingeladen worden? Ja, warum nicht, George? War bloß die engste Familie. Das muss Inge mir mal erklären. Und wer genau ist Inge? Inge ist Ronnys Frau, nicht Ronny? Ja. Also ich bin verheiratet mit der Schwester von dem Bruder, dessen Frau eine Schwester hat, deren Mutter eine Tochter hat, die Yvonne heißt. Und die verheiratet ist mit einem Mann, der für Senator Wilms arbeitet. Entschuldigung.
Camilla, zieh dich an, ich muss ins Rathaus. Ja. Herr Wims, ich hab mir gedacht, Sie sollten wissen, dass Ronny und ich uns wieder vertragen haben. Gut. Oh, Ronny. Und wer genau? Das war Inge. Oh. So, jetzt zieh dich an und mach dich auf den Weg. Nee. Ich bleib hier und warte auf Yvonne. Auf Yvonne? Ja. Ich will ihr zur Hochzeit gratulieren. Pamela, zieh dich an, wir müssen ins Rathaus. Also schön. Geh du schon mal vor, sonst wird der Bürgermeister noch ungeduldig. Oh, Frau. Ich fürchte, unsere Situation ist noch schlimmer geworden. Wo ist Schwester Gesche überhaupt? Ach, vergiss Schwester Gesche. Pamela wird dieses Zimmer nicht verlassen, bevor sie nicht Yvonne guten Tag gesagt hat. Schwester Gesche im Kleiderschrank. Oh, nee. Wenn sie sich für eine unbändige, glühend heiße Affäre zurechtgemacht hat, dann wird sie dir diesen kleinen Gefallen sicher auch tun. Herr Wilms! Herr Wilms! Sei ruhig! Oh. Schon. Erklär Schwester Gesche, was sie zu tun hat. Ja, bitte? Nicht schon wieder. Oh. Ich bin hergeeilt, so schnell ich konnte. Entschuldigen Sie, aber... Ich bin Yvonne Sögel. Wieso? Woher? Ach so, ja, ich habe an der Tür gelauscht. Sie brauchen eine Yvonne Söge, ist es nicht so? Wovon reden Sie? Ja, Frau Wilms geht Ihnen nach Hause, bevor sie Yvonne Söge getroffen hat. Voilà, Yvonne Söge. Verschwinden Sie von hier, so schnell Sie können. Ach, du bist ja noch hier. Oh, ich habe gedacht, ich warte auf dich. Oh, nee, ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht der Braut von Schorsch guten Tag gesagt habe. Siehste? Oh! Guten Tag, Yvonne. So, das war's. Du hast Yvonne guten Tag gesagt. Ich will euch Yvonne vorstellen. Pamela hat Yvonne schon kennengelernt. Was ist los, Schorsch? Frag den Pastor. Und wer genau ist das, Schorsch? Ich bin Schwester Gesche. Oh, du hast auch noch eine Schwester, Schorsch. Ja, auf jeden Fall hast du Yvonne guten Tag gesagt. Ja, aber Sie müssen ja so aufgeregt sein. Yvonne kann kein Deutsch. Was, sie kann kein Deutsch? Hast du Pamela nichts davon gesagt, Schorsch? Hab ich vergessen. Wo kommen Sie denn her? Aus Spanien. Italien. Aus Italien. Also der Vater ist aus Spanien und die Mutter ist aus Italien. Ich bringe dich in Suite 650, Yvonne. Ja, und wir sollten auch gehen. Wenn dieses Zimmer nicht in 5 Minuten geräumt ist, lass uns ja alle von der Polizei verhaften. Wieso finde ich Sie hier in diesem Aufzug, Rühmann? Reiner Zufall. Rühmann? Heißt sie denn nicht Söge? Natürlich, Yvonne Rühmann-Söge. Oh, Richard! Ja, meine Liebe? Warum ist denn der Hotelmanager so grob zu der zarten Yvonne? Oh, das ist ein alter spanisch-italienischer Brauch. Ist das so, Richard? Ja, nun komm schon. Ich weiß nicht so recht, ob ich Ihrer Mutter von all dem hier erzählen soll, Herr Söge. Für den Anfang langt es, wenn Sie ihr sagen, dass ich die Frau fürs Leben gefunden habe. Haben Sie das, Herr Söge? Habe ich, Schwester Gesche. Gut. Gut. Darf man fragen, wer das ist? Du! Ich! Du warst wunderbar heute Abend. War ich das, Herr Söge? Was für eine Frau! Oh, Schorsch, du warst auch wunderbar. Meinst du wirklich? Mm-hmm. Schnell! Ja. Die Luft ist rein! Wie viel? 840 Euro. Oh, gut gemacht, Rühmann. Das macht für jeden 280 Euro. Und wer kommt jetzt? Theo Fischer, 62, Politiker bei der Opposition. Er hat was mit Wilms Sekretärin. Gut gemacht, Becker. Da ist er schon. Na denn. Oh.